Dies ist die Geschichte von Parzival, erzählt nach dem gleichnamigen Roman Wolframs von Eschenbach. Erster Akt: Die Vorboten der Ritterschaft. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein mächtiger König, der herrschte über 5 Reiche. Gachmoret hieß dieser König, Herzeloide hieß seine Königin. Die lebten glücklich miteinander. Doch eines Tages drangen Nachrichten von Krieg über das Meer. Freunde baten Gachmoret um Beistand, so zog er in den Orient. Vor Bagdad kam es zu einer großen Schlacht. In dieser wurde Gachmoret getötet. Als man Herzeloide die Nachricht vom Tode ihres Mannes überbrachte, zerbrach ihr ganzes Glück. Nichts als Trauer wollte ihr Herz empfinden. Da legte sie ihre Krone ab, verließ ihre Königreiche und zog in einen Wald. Mit sich nahm sie das Kind des edlen Gachmoret, um den sie sich liebevoll kümmerte. Denen, die sie begleitete, verbot die Königin, dass man je von Rittern vor ihm spräche. So wuchs der Königssohn im tiefen Walde auf, verborgen vor der Welt und allen Menschen. Doch eines Tages, der Junge streifte allein durch den Wald, gelangte er auf einen Weg. Da war ihm, als hörte er das Klingeln vieler kleiner Glöckchen. Er hörte genauer hin. Nun drangen noch andere Geräusche durch den Wald. Hufschlag und Pferdewiehern. Und siehe da, 2 Ritter kamen auf ihn zugaloppiert, von Kopf bis Fuß in Eisen gepanzert und im ganzen Schmuck ihrer Wappenpracht. Es war ein Fürst, der hier geritten kam. Sein Name war Carnac Carnot. Der andere Ritter war sein Gefolgsmann. Der Junge, der noch nie einen Ritter gesehen hatte, glaubte, sie wären beide, Mann für Mann, ein Gott. Und er rief: Gott, du Helfer, hilf auch mir. Aus dem Weg, Grünschnabel, was stehst du mitten im Weg und hältst uns auf? Wir haben es eilig. Versperrst du uns den Weg, Junge? Hilf mir, Gott, du kannst doch helfen. Ich bin nicht Gott, erfüll nur gerne sein Gebot und machst du recht die Augen auf, so wirst du hier 2 Ritter sehen. Du sagtest Ritter, was ist das? Wenn du nicht Gott bist, dann sage mir doch, wer Ritter macht. Recht übt König Artus aus. Kommst du an seinen Hof, macht er aus dir einen Ritter. Doch nun gib den Weg frei. Wir müssen unsere Reise fortsetzen. Gott schütze dich. Augenblicklich rannte der Junge heim zu der Mutter, berichtete aufgeregt, was er erlebt hatte. Die edle Dame erschrak. Mein lieber Sohn, wer hat dir bloß vom Rittertum erzählt? Wie konntest du davon erfahren? 2 Männer habe ich gesehen, Mutter, die haben mehr als Gott geglänzt. Die sprachen mir vom Rittertum. Er wollte sofort zu Artus. Als er dann noch auf einem Pferd bestand, blutete ihr das Herz. Die verzweifelte Herzeloide wusste, dass sie ihn nicht von seinem Vorsatz abbringen konnte. Darum gab sie ihre Zustimmung und versprach ihm auch ein Pferd. Zum Abschied legte sie ihrem Sohn diese Ratschläge ans Herz. Nicht auf, bevor ich dir guten Rat gegeben habe. Sei immer höflich und entbiete aller Welt den Gruß.
Wenn du einem grauen, weißen Mann begegnest, dann bitte ihn, dich zu unterweisen. Der kümmerte Junge versprach es ihr, küsste sie zum Abschied und ritt davon. Auf gut Glück folgte er dem Pfad, auf dem ihm am Morgen die Ritter begegnet waren, durch den Wald. Zweiter Akt: Sigune und Chiernatulanda. Vor dem Wald, auf einer blumengeschmückten Wiese, standen zwei Ritter zur Tjost bereit. Der eine war Fürst Orelus, der andere Fürst Chiernatulanda. Die furchtlosen Helden nahmen einen weiten Anritt, senkten ihre Lanzen und galoppierten aufeinander zu, wichen vor dem Stoß des Gegners nicht aus. Lanzensplitter stoben hoch auf beiden Seiten. Beide Ritter wollten Sieg und Ruhm. Der Junge gelangte wenig später auf eben diese blumengeschmückte Wiese. Dort fand er nichts als Schmerzen. Er hörte eine Frauenstimme. Aus Not schrie eine edle Frau. Das ganze Glück war ihr zerbrochen. Chiernatulanda, den Fürsten, fand er tot bei Herrin Sigune. Der Junge kam zu ihr geritten und grüßte sie. Gott mit euch, so riet mir meine Mutter. Wie traurig ist das, was ich bei euch finde. Wer hat den Ritter tot gemacht? Danke dir für deinen Gruß. Dieser Ritter fand in einer Tjost den Tod. Du schönes Kind, zeigst Menschlichkeit, dass du ihm Mitgefühl erweist. Ach, sage mir doch bitte deinen Namen. Meinen Namen? Den weiß ich nicht. Bonfis, Scherfis, Bofis, so nannte mich meine Mutter immer. Oh, dann weiß ich, wie du heißt. Wahrlich, du heißt Parzival. Deine Mutter ist nämlich meine Tante. Ich sage dir die ganze Wahrheit, wer du bist. Dein Vater war ein König, du müsstest seine Krone tragen. Doch zwei Brüder raubten dir zwei Länder. Der eine, Orelus, tötete diesen Ritter in der Tjost. Dieser Fürst starb wegen dir, weil er dein Land verteidigte. Cousine, dein Unglück schmerzt mich. Hol ich den mit meinem Pferd ein, der dir das angetan hat, so will ich gerne mit ihm kämpfen. Er war bereit, sofort zu kämpfen. Sigune aber wies ihm absichtlich den falschen Weg. Sie hatte Angst, man würde ihn töten, und sie verlöre so noch mehr. Dritter Akt: Der Rote Ritter. Den Wald hinter sich lassend, geriet Parzival auf eine breit gepflasterte Straße, die ihn nach Nantes, zur Stadt von Artus, führte. Da trabte ein Ritter auf ihn zu. Sein Name war Ita von Gahefis. Er war der Sohn von Artus' Vaterschwester. Man nannte ihn wegen seiner roten Rüstung den Roten Ritter. In seiner Hand hielt er einen Pokal aus rotem Gold, der Tafelrunde weggenommen. Gott mit euch, so riet mir meine Mutter. Ohne es euch und ihr, Glück und Segen deiner Mutter. Mein lieber Freund, willst du dort hinein, so wäre ich dir dankbar, wenn du Artus und den Seinen ausrichtest, dass sie ja nicht glauben sollen, ich wäre geflohen vor ihnen. Ich warte vielmehr darauf, dass sich einer zur Tjost rüstet. Du musst wissen, dass ich dort vor der Tafelrunde Anspruch auf mein Land erhob. Ungeschickt riss ich dabei den Pokal an mich und dabei schwappte Wein auf das Kleid der edlen Ginove. Freund, drum sagt der Königin, mein Verschütten war nicht Absicht, und richte denen von der Tafelrunde aus, dass sie den königlichen Pokal nur mit Kampf zurückgewinnen werden, anderfalls vergeht ihr Ruhm. Versprach ihm dies und ritt hinein nach Nantes. Man führte Parzival hinein zum Palas vor den Thron des Königs.
Gott schütze euch. Ich soll euch von einem Ritter ausrichten, er wolle draußen warten, bis einer sich zum Kampfe stellt. Auch tut ihm leid, dass er Wein auf die Königin verschüttete. Ach, würde man mir nur dessen Rüstung schenken, da würde ich mich mächtig freuen. Junge, Herr Gottes Lohn für euren Gruß, denn ich gern mit Dienst vergelte mit allem, was ich bin und habe. Dann haltet mich nicht länger auf und macht mich zum Ritter. Das will ich gerne tun, die Rüstung wird kostbar sein, die ich dir schenken werde. Ich will hier nichts erbetteln. Bekomme ich nicht die Rüstung, die er anhat, so will ich auch keine andere. Der Mann, der die Rüstung trägt, ist ein derart kühner Ritter. Ich wage nicht, sie dir zu schenken. Doch Parzival bestand auf seinem Wunsch und Artus gab ihm das Geschenk und das führte dann zum Unglück. Schon eilte Parzival vom König fort, zum roten Ritter, dem er bestellte, dass dort drinnen niemand wäre, der mit ihm tjostieren wolle. Ich habe alles ausgerichtet, dass es kein böser Wille war, als du den Wein verschüttet hast. Der König gab mir dafür deine Rüstung als Geschenk. Hat dir Artus also meine Rüstung vermacht? Wahrhaftig, dann schenke er dir auch mein Leben, falls du mir das nehmen könntest. Der König wird mich zum Ritter machen, wenn ich ihm den Pokal wiederbringe. Schon griff Parzival nach den Zügeln des Kastilianers. Ita aber kehrte das hintere, stumpfe Ende seiner Lanze nach vorn und versetzte dem Knaben einen derart kräftigen Stoß, dass dieser samt seinem Pferdchen auf die Blumen niederfallen musste. Voller Zorn stand Parzival wieder auf, er griff nach seiner Lanze und stach damit durch den Sehschlitz von Itas Helm, sodass dieser tot vom Pferd fiel. Angetan mit der roten Rüstung ritt Parzival zufrieden von dannen. Er glaubte allen Ernstes, er wäre nun ein echter Ritter. Ita von Gahephis ließ er in jammervollem Zustand liegen. Die Rüstung hatte ihn das Leben gekostet, weil der dumme Parzival sie begehrt hatte. Als der dann später klüger war und erfuhr, dass er mit Ita blutsverwandt war, hätte er es nur zu gerne ungeschehen gemacht. Voller Trauer sprach da Königin Ginovea: Davon muss der königliche Halt des Artus zerbrechen, dass er dem über allen Ritter der Tafelrunde der höchste Ruhm gebührt, von Nord erschlagen liegt. Sein Erbe hat er gefordert, sterbend hat man ihn gegeben. War dein Haar doch rot genug, unnötig war's, die leuchtende Blume rot zu machen mit deinem Blut. Vierter Akt: Die Lehren des Gurnemanns. Es wurde Abend und Parzival erreichte eine Burg. Davor stand auf einer Wiese eine mächtige Linde, unter deren Schatten Gurnemanns von Gahars, der Herr des Landes, saß. Meine Mutter riet mir, Lehren bei dem zu suchen, der schon grau ist. Ich biete euch dafür meine Dienste. Wenn euch der Wunsch nach Lehren hergetrieben hat, dann werde ich euch diesen gerne erfüllen. Doch bitte erzählt mir, von wo eure Reise euch hergeführt hat. Und Parzival erzählte nun ausführlich, wie er von seiner Mutter fortgeritten und wie er an die Rüstung gekommen war. Gurnemanns kannte den roten Ritter. Er seufzte, beklagte seinen traurigen Tod.
Darauf ließ er einen ausgewachsenen Sperber von der Hand zur Burg hochfliegen. Der Vogel war sein Bote. Schon kamen mehrere Pagen herbei. Der Herr wies sie an, seinen Gast hinaufzuführen und alles zu seiner Bequemlichkeit zu richten. Am Abend bat Gurnemanz seinen Gast in den Saal des Palas hinauf. Dort wurde bereits der Tisch gedeckt. Dann führte er seine Tochter an die Tafel und sprach zu seinem Gast: Ich habe Anlass festzustellen, dass ihr der Lehre sehr bedürft. Meine Tochter Niaze ist sehr klug. Sie kann euch guten Rat erteilen. Euch an meine Lehre und nehmt es euch zu Herzen. Wenn euer Adel noch höher werden soll, dann haltet stets die Frauen hoch. Ihr werdet oft die Rüstung tragen. Sobald sie von euch abgelegt ist, wascht euch Hände und Gesicht, um Dreck und Rost vom Eisen loszuwerden. Ihr wirkt dann wieder angenehm und das bemerken Frauen auch. Seid mutig und seid hochgestimmt. Das fördert euren schönen Ruhm. Ihr müsst noch vieles, vieles lernen, was man alles wissen muss als Ritter. Es ist noch nicht zu spät für uns. Wir reiten rasch hinaus aufs Feld. Ich leite euch zur Könnerschaft. Man übte nun auf einer Wiese Reitmanöver ein. Gurnemanz instruierte seinen Schüler, wie man das Pferd aus dem Galopp, indem man hart die Sporen setzt, in die Attacke lenkt, die Lanze richtig senkt, vor sich den Schild hält für den Gegenlanzenstoß. Dann befahl er einen kühnen Ritter her, der gegen ihn justieren sollte. Da stieß Parzival die Lanze in erster Tjost durch einen Schild. Da staunten alle und konnten es gar nicht fassen, dass dieser Anfänger einen geübten Ritter hinters Ross geworfen hatte. Ein zweiter Tjosteur stand gleich bereit. Auch der Ritter hielt sich nicht im Sattel. Und so stach er noch fünf andere von ihren Pferden. Überall flogen la Splitter herum von den zertrümmerten Lanzen. Die seine Reitmanöver sahen, die Experten, die etwas davon verstanden, meinten alle, er zeige Können, habe Mut. Am Morgen nahm er Abschied. Trauer, dass er aufbrach. In seiner Haltung und Erscheinung war er nun formvollendet Ritter. Große Abenteuer standen Parzival zu.